So, wir sind wieder zurück beim Turnen, diesmal bei der Sportakrobatik. Im Hintergrund wird auch fleißig geturnt. Ich habe mir wieder einen Experten beiseite geholt, Geschäftsführerin des Landesturnverbandes habe ich nun dabei, Carly Brenner. Schön, dass du da bist und erklär uns doch mal, im Hintergrund sehen wir sie schon tanzen, was genau passiert da jetzt? Ja, wir sehen jetzt hier gerade die Juniorengruppe des VfL Schwerins mit ihrer Tempoübung. Sie waren gerade bei den Meisterschaften dabei und ja, der Wettkampf sind drei Übungen, die geturnt werden müssen. Es gibt verschiedene Formen, mal als Paar oder als Dreier. Jetzt sehen wir gerade eine Dreier hier im Hintergrund. Sportakrobatik, was genau ist das? Weil es sieht ein wenig nach Bodenturnen, ein wenig nach rhythmischer Sportgymnastik aus. Wo liegt der Unterschied? Ja, es ist eigentlich eine Kombination aus allem, so wie Sie das jetzt gerade gesagt haben. Es ist Bodenturnen, es ist ein Stückchen Artistik, weil ja die Elemente sozusagen nicht an Geräten wie beim Gerätturnen, sondern aufeinander geturnt werden. Und natürlich eine Kombination einer tollen Choreografie, wie man sie auch in der rhythmischen Sportgymnastik kennt. Das macht Sportakrobatik als Sportart aus. So, nun sagte man mir, bei der rhythmischen Sportgymnastik gibt es keine männlichen Turner, nur habe ich hier schon welche gesehen. Wie ist das bei der Sportakrobatik? Wenig männliche Turner, ist das gleich? Also wir haben sicherlich auch im Überwiegenden weibliche Athleten, die hier an den Start gehen, aber es gibt eben zwei Disziplinen, das ist die Männergruppe, das Mixpaar und ein Männerpaar, wo auch männliche Teilnehmer starten und wir haben hier auch im Land einige von denen. Das Männerpaar heute sehen wir hier nicht, die waren letztes Jahr in der Nationalmannschaft nominiert, aber auch die Damengruppen bereiten sich gerade auf die Europameisterschaften im Herbst vor. Das hört sich sehr erfolgreich an. Wie viele Sportler sind hier? Also wir haben heute hier ungefähr 60 Sportler. Es sind nur die Leistungsklassen, die wir heute ausgewählt haben. Im Land ungefähr haben wir 450 Sportakrobaten, die im Wettkampf und im Leistungsbereich auch aktiv sind. Und scheinbar sehr erfolgreich in Mecklenburg-Vorpommern oder enttäuscht das? Ja, also Mecklenburg-Vorpommern gehört immer zu den führenden Bundesländern im Nachwuchs, aber auch im älteren Bereich. Gerade in Schwerin und jetzt aber auch in Wismar haben wir in den letzten Jahren gute Erfolge. In der Vergangenheit war auch Warnemünde ein sehr starker Standort und genau diese drei Vereine sind heute auch hier anzutreffen. Beim rhythmischen Sportgymnastik sagten Sie, man kommt dazu, man geht in den Turnverein und probiert mal aus, was so geht und dann entscheidet man, in welche Richtung man geht. Bei der Sportakrobatik genauso? Ja, na, viele der Sportakrobaten haben teilweise eine turnerische Laufbahn schon hinter sich. Die haben also mal mit dem Kinderturnen und dem Gerätturnen angefangen oder kamen auch aus der rhythmischen Sportgymnastik und haben dann aber entdeckt, dass die Sportakrobatik doch die bessere und schönere Sportart für sie ist. Mhm. Wann sollte man da spätestens anfangen? Rhythmische Sportgymnastik sagt möglichst früh. Akrobatik auch? Ja, also die Grundlagen werden auch hier ab dem Alter von 5 und 6 gesetzt. Also der VfL Schwerin macht das Grundlagentraining für die Turner und die Akrobaten gleich. Und in den Wettkampfbereich steigt man im unterschiedlichen Alter ein. Man sieht ja, die Oberleute sind ein bisschen jünger als die unteren. Und die Oberleute sollten dann, also im Alter von 8 bis 10, muss man dann auch schon relativ top sein. Wie ist das, wie groß darfst du, sollte der Unterschied jetzt zwischen, Sie sagten ja, die Oberleute sind ein bisschen jünger, sind ein bisschen kleiner, wie groß ist der Unterschied zwischen den Turnern? Also es gibt einmal einen Altersunterschied, der darf nicht mehr als 6 Jahre betragen und es gibt einen optischen Unterschied, wo es dann auch Abzüge durch das Kampfgericht gibt, da sagt man eigentlich, der Brustwirbel ist derjenige, der zählt, also hier in diesem Bereich hier oben, größer sollte der Unterschied nicht sein. Je kleiner das ist, ist es natürlich umso leichter. Bei Dreiergruppen ist es ganz gut, wenn die beiden unteren einigermaßen gleich groß sind. Ja, Sie sagten, das war jetzt eine Tempoübung. Welche drei Übungen gibt es? Sie sprachen von drei Übungen. Genau, es gibt einmal eine Balanceübung, wo statische Handstände gezeigt werden. Es gibt die Dynamik, das ist das, was wir jetzt als Tempoübung gesehen haben. Und es gibt eine Kombiübung, die dann den Mehrkampf komplettiert. Da ist eine Mischung aus beiden Elementen dort drin. Und das sind jetzt einstudierte Choreografien, nehme ich an. Wie lange dauert so eine Choreografie, bis sie einstudiert ist? Ja, im Normalfall braucht man vom Beginn einer Entwicklung der Choreografie, bis sie dann nachher perfekt und vor allem so synchron, wie wir sie heute hier sehen, hinkriegen. Also mindestens ein halbes Jahr.